Hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal ein Update geben, wie es denn gerade eigentlich bei mir ausschaut, wie der Stand der Dinge ist. Denn seit dem 31. Mai, das war das Datum der Explosion dort in der Hamburger Straße, ist eine Menge passiert. Zwar gab es zwischenzeitlich nicht so richtig viele Updates, aber jetzt kann ich was verkünden und das will ich auch tun. Ich habe ja gesagt, dass ich hier immer Updates geben will und das habe ich jetzt halt nicht so machen können. Aber ne, sorry dafür, jetzt soll es weitergehen. Zunächst erstmal, es sind natürlich viele Gedanken durch meinen Kopf geschossen, viele traurige Momente hatte ich. Psychosomatisch ist was passiert, ich habe mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen, den ich gerade so langsam wieder wegarbeite aus meinem Körper. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich will das Ganze jetzt ehrlich gesagt so langsam abschließen und einfach auch sagen, wie es weitergehen kann und soll. Und ich bin positiver Dinge. So, und das möchte ich euch mitteilen. Denn zunächst gab es von euch, von der Community super viele Nachrichten, positive Nachrichten, so ey, Danksagungen, wie cool Leute was finden, was ich irgendwie mache oder wie hilfreich oder Freude bringt oder was auch immer. Und das finde ich sehr, sehr schön und bringt mich oder hat mich gut durch dumme Momente gebracht. Zum anderen gibt es aber auch Leute, die sagen, wie kann man dir helfen? Ich habe jetzt irgendwie keine Kohle, möchte aber irgendwie anpacken und das ist krass. Jemand hat mir geschrieben, ey, ich habe Farbe, falls du was anmalen musst oder so. Ich kann dir mit Farbe helfen. Also es gab so viele hilfsbereite Nachrichten, das ist unglaublich. Und das ist, wirklich, da kriege ich Herzchenaugen. Das ist einfach krass, was da abgeht. Also tausend Dank an jede einzelne Person von euch. Super nice. So, und da muss ich auch sagen, auch herzlichen Dank an die Leute, die sich ein Support-Shirt von Christoph und mir geholt haben oder so ein Support-Deck. Das hilft natürlich auch ungemein, dass man da finanziell irgendwie weiterkommt. Denn Christoph hat ein neues Lager, das macht er sich gerade schön. Und ich werde dann auch in das Lager von Christoph meinen neuen Streaming-Raum reinbasteln. Und dieser Streaming-Raum, ehrlich gesagt, kostet einen Haufen Kohle, weil es soll bei mir mit Schlagzeug weitergehen, ne? Mit Schlagzeug spielen, mit Musik machen. Und ein Schlagzeug ist sehr laut. Wenn ich kein Schlagzeug spielen würde, wäre alles relativ easy. Dann bräuchte ich einfach nur 4 Wände und dann ist gut. Aber mit dem Schlagzeug hat man halt die Lautstärke, den Lärm und den muss man irgendwie in Zaun halten oder im Zaun halten. Und das geht halt eben nur mit Masse bzw. mit Wandkonstruktionen, die das halt können. Und da kann man sich mit Leichtbaukonstrukten behelfen, da muss man dann halt so schichtmäßig arbeiten und es ist schon relativ aufwendig und man muss auch wissen, was man da tut, sonst verpulvert man einen Haufen Kohle und es bringt nichts, es muss schon ordentlich gemacht werden. Was ich daran aber blöd finde ist, man kann es nicht easy wieder abbauen, das heißt, wenn man irgendwie was anderes vorhat, Raum wechselt, woanders hinzieht oder einfach das nicht mehr machen kann oder möchte, dann ist das ganze System im Eimer und man muss es entsorgen. Das finde ich für den Planeten auch blöd. Dann habe ich recherchiert und eine Firma aus Spanien gefunden. Die Firma nennt sich Studio Bricks und die machen Kabinen, quasi so Raum-in-Raum-Konzepte, die so Lego-mäßig zusammensteckbar sind und funktionieren. Und die kann man eben auch wieder abbauen und woanders aufbauen. Und zudem sind diese Räume aus 50% recycelten Plastikflaschen und aus 50% alten Jeans hergestellt. Das ist total geil, das finde ich super gut. Und die bauen mir gerade eine Kabine extra zum Schlagzeugspielen. Für mich persönlich ist das super kostspielig und habe lange überlegt, ob ich das machen möchte. Aber letztlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es gut ist, wenn ich in mich selbst investiere, weil ich brauche einfach Schlagzeugspielen, damit ich gesund bin. Also das brauche ich einfach, das ist gut für mich. Und sonst kann ich das irgendwie nicht machen und außerdem wollte ich schon immer mal ein Studio haben und diesen Traum erfülle ich mir gerade. Und nicht zuletzt durch eure Unterstützung, weil das eben finanziell ziemlich krass ist. Also tausend Dank in die Richtung. Jetzt ist es so, wir konnten innerhalb eines kurzen Zeitfensters in die alten Räumlichkeiten rein, da standen die Fenster auf seit mehreren Monaten, das roch da komisch. Aber die gute Nachricht ist, ich konnte das Schlagzeug bergen und das ist viel wert, das kann ich putzen und dann wird mein neues, geliebtes Drumset, was ich nur sehr kurz spielen konnte, wird dann auch im neuen Raum stehen. Das ist sehr, sehr geil. Was mich abfuckt ist, dass die Orgel von meiner Oma nicht so richtig überstanden hat, logischerweise. Andere technische Geräte auch nicht, aber das ist halt okay. Nur bei der Orgel, weil es halt auch mit Erinnerung verbunden ist, finde ich nicht so cool. Vielleicht kann man da aber zukünftig was machen. Ich bin da nicht so affin, wie man das reparieren könnte. Vielleicht gibt es da Leute, die da einen Plan von haben. Kümmere ich mich drum, wenn alles andere
steht. Warum ich aber trotzdem happy bin, ist folgender Sachverhalt. Denn ich muss mir um die Technik und um die Sachen im Raum gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Denn ich habe ganz viele Firmen gefunden, die gesagt haben, ey, Krogi, wir unterstützen dich gerne, mach erstmal deinen Kram, es wird eh cool und wir supporten dich mit Hardware. Und da möchte ich einfach von ganzem Herzen Danke sagen, weil das total krass ist und überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist zum einen MSI, die mir einen Computer zusammengestellt haben mit einem Bildschirm und da wird es noch einen Stuhl geben. Dann Panasonic mit einer Lumix-Kamera, mit der nehme ich das ja auch gerade schon auf, dass es da weitergeht, weil sonst kann ich nichts übertragen. Dann gibt es Geva Music, die wir Hardware für die Drums zur Verfügung stellen. König und Meier, die machen Stative für Mikrofone, da gibt es ein Schlagstative. Dann brauche ich natürlich eben auch Mikrofone, da kommt True ins Spiel, die mir einen ganzen Satz fürs Drumset zur Verfügung stellen. Und das ist sowas von geil. Und nicht zu vergessen natürlich Elgato, die mir einen ganzen Satz Lampen und Streaming-Equipment geben und die auch den Sprinter so ein bisschen ausstatten wollen. Und ich habe da so viele nette Menschen kennengelernt bei diesen Firmen, was ich einfach nicht gedacht hätte, dass das so möglich ist. Und das ist einfach total geil. Und nicht zuletzt möchte ich mich eben da bedanken, weil es da weitergeht, aber auch natürlich bei euch, weil ihr sagt, ey, wir wollen auch, dass es weitergeht und du machst das irgendwie cool. Und natürlich auch bei Christoph, der dann sagt, Mensch, dann kommst du hier bei mir rein und wir machen zusammen wieder was Schönes. Also ich freue mich tierisch aufs Musizieren, ich freue mich tierisch auf Schlagzeugspielen. Mir kribbelt so in den Fingern, Leute. Ohne Witz, ich halte das auch nicht mehr so richtig aus, aber es ist ja bald soweit. Angeblich kriege ich diese Woche noch Feedback, wie es um den Raum bestellt ist, der gerade in Spanien gebaut wird, dass hoffentlich nächste Woche die Spedition losfährt von Spanien hier hin bis nach Hamburg und dann können wir gemeinsam im Stream hier diesen Raum aufbauen und ich habe so Bock drauf. Wird schon alles klappen. Das sind meine Updates. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt ein kleines Gefühl, was so abgeht und was so passiert ist. Ansonsten guckt gerne den Stream, halte ich euch auf dem Laufenden. Und für alle anderen, jetzt habe ich noch eine kleine Werbemessage, muss ich sagen, denn ich bin nach wie vor glücklich. Und das haben wir uns überlegt, bevor wir wussten, dass es irgendwie die Explosion gibt. Ja, also da hat mir keiner mit geplant. Dementsprechend, ich will euch jetzt nicht schon wieder was anschnacken, aber irgendwie schon, denn es ist irgendwie auch so ein Herzensding. Wir haben jetzt ein Cruiser-Deck, ein Neißenstein Cruiser-Board und das gibt es jetzt noch exklusiv. Wir haben 200 Stück davon produzieren lassen und es gibt noch 70. Das heißt, die Dinger gehen ganz gut weg und ich freue mich sehr darüber, dass ihr Bock darauf habt. Packe ich euch hier einen Link rein in die Videobeschreibung. Hier mit geilen Rollen, maximale Realität. Also wenn ihr sowas noch haben wollt, so einen schönen Cruiser zum easy entspannt fahren, supportet ihr nicht nur Alt und mich, sondern auch Rocket Beans, und das ist so eine Dreiergeschichte. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt. Ich hoffe, ihr habt Infos bekommen und ist jetzt nicht zu sehr Werbeveranstaltung. Ich bin einfach nur hyped. Ey, bitte versteht das. Ich bin einfach hyped, was die Zukunft anbelangt. Und es waren einfach auch beschissene Situationen. Es war einfach kacke. Es war einfach keine gute Zeit. Auch jede Woche zu warten und keine Ahnung zu haben, wie geht's jetzt weiter und ist irgendwas noch zu retten oder keine Ahnung, es ist einfach nicht so cool. Jetzt werden sich Leute sagen, ja gut, aber du hast ja irgendwie einen Job und warum fuck dich das so ab? Naja, weil man sich ja Dinge aufbaut, weil man irgendwie auch für Dinge brennt und auch wenn es dann ein Hobby ist oder sowas, ich brauche dieses Musizieren, dieses Schlagzeugspielen einfach, damit ich fit bin, dass ich das brauche für meinen Kopf. Und da war so viel Stuff drin und Zeugs, aber anderes Thema. Es geht auf jeden Fall weiter und wirklich, ich möchte nochmal ganz ehrfürchtig sagen und ganz ehrlich sagen, herzlichen Dank, ihr seid wirklich ehrenhafte Frauen und Männer. Vielen Dank für die Unterstützung und danke, dass es weitergehen kann. So, das ist richtig schön. Ich freue mich darauf, euch bald Neuigkeiten durchgeben zu können, wie es dann eben weitergeht und dann sehen wir uns im Stream. Mit einem neuen Raum. Ach, das wird herrlich. Ach, und wenn ihr noch Lampen habt für einen Raum, dann sagt mir das gerne. Die fehlen noch. Ey, ihr Lieben, ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis bald.